Nein, das ist mir sehr recht, weil ich wollte die Mutter Oberin sowieso sprechen. Letztes Mal sind wir ja nicht dazu gekommen. Julia? Davon weiß ich nichts. Wie? Nein, nein. Unserem Baby geht's blendend. Einen Namen hat es noch nicht. Ah ja. Richtig aus. Also dann bis später. Gelobt sei Jesus Christus. Einen schönen Gruß von Schwester Hildegard. Die Mutter Oberin würde sich sehr freuen, wenn du das Baby Elisabeth nennen würdest. Ich mach das schon. Ich weiß nicht, aber bis zur Taufung wird mir schon was einfallen. Mir würde Magdalena auch gut gefallen, oder Lena? Also Elisabeth finde ich auch schön. Mhm. Lotte, da ist Besuch für dich, eine Frau Bencic. Sie will dich unbedingt sprechen. Ich mach das. Ich muss ins Rathaus das Gutachten von Professor Hänfling abgeben. Die Frau macht einen ganz aufgelösten Ausdruck. Sie ist ganz zuständig. Und sag ihr, sie soll ins Refektorium gehen. Ich bin gleich da. Jetzt geht's wieder rund. Meinst du, sie ist warm genug angezogen? Ist doch ziemlich kühl. Ich hab doch die Decke drüber. Ja, aber diese Socken da, die Felicitas gestrickt hat, die sind viel zu groß und rutschen. Das wird immer schlimmer mit dir. Höchste Zeit, dass ich eine Wohnung finde. Du hast doch von Babys keine Ahnung. Aber du, ja? Oh Gott, ich bin halt so verschossen in sie. Hast du wenigstens einen Namen gefunden? Nein. Wenn es ein Junge geworden wäre, dann hätte ich natürlich einen. Martin. Ja, Martin. Jetzt sag schön Tschüss zu Tante Sophie. Tschüss, mein Schatz. Und wenn dir die Mama auf die Nerven geht, dann kommst du einfach zu mir, gell? Wo wollt ihr überhaupt hin? In die Stadt. Wir haben einen Termin beim Arzt. Na, dann komm ich doch mit. Ich muss sowieso ins Pfarrhaus. Grüß Gott, ich bin Schwester Lotte. Ich weiß, ich habe Sie damals auch gewählt bei der Bürgermeisterwahl. Damals war ich ja noch im Leben. Wie? Ich bin tot. Ja, offiziell. Ah, ja, das müssen Sie mir erklären. Letzte Woche war ich bei der Krankenkasse. Ich hab's am Herzen. Und ich brauche eine Bescheinigung für die Apotheke, weil ich kriege die Medikamente immer umsonst. Und wie ich der Dame meine Krankenkassenkarte gebe und sie in ihren Computer schiebt, da guckt sie mich so komisch an und sagt, der Computer meint, Sie sind tot. Nein. Ich habe auch gelacht, so wie Sie. Aber das ist mir schnell vergangen. Meine Karte hat sie nämlich behalten. Ja, das war letzten Freitag. Und wie ich dann am Montag auf die Bank gehe, um Geld von meiner Rente aus dem Automaten zu lassen, da will der meine Geheimnummer gar nicht wissen. Und die Karte behält er auch. Ja, aber das gibt's doch gar nicht. Das muss doch eine Verwechslung sein. Mit meinem Namen, Svetlana Bencic. Ich kenne niemanden, der auch so heißt. Aber auf der Bank muss man sie doch kennen. Ach was, mit diesen Automaten, da ist man doch nur noch eine Nummer. Das Mädel auf der Bank hat auch in ihren Computer geschaut und hat mich auch für tot erklärt. Jetzt ist mein Konto gesperrt und ich kann meine Miete nicht zahlen. Und darauf haben die doch nur gewartet, damit sie mich aus der Wohnung werfen können. Die wollen das Haus schon lange abreißen und was Neues hinbauen. Unbezahlbar natürlich. Jedenfalls, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und meine Medikamente brauche ich doch immer. Sonst falle ich wirklich noch tot um. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich werde mich darum kümmern. Sie haben doch sicherlich einen Personalausweis oder einen Brief von Ihrer Krankenkasse. Gut, dann werde ich das kopieren. Und Sie gehen erst mal nach Hause und ruhen sich aus. Sie sind ja ganz grün um die Nase. Ist das ein Wunder, wenn man sich wie lebendig begraben fühlt. Sie werden wieder auferstehen, Frau Bencic. Dafür sorge ich. Ich bin sowieso im Mutterhaus heute. Und ich dachte, da komme ich kurz mal in der Bank vorbei. Mein Vater ist hoffentlich da. Sehr gut. Bis später. Ich rufe Sie an und halte Sie auf dem Laufenden. Danke, Schwester. Das ist doch selbstverständlich. Julia, einen Moment bitte. Ich brauche deine Hilfe. Kommst du mal bitte kurz mit ins Büro? Ich muss gleich nach München. Ich habe einen Termin gekriegt bei der Mutter Oberin, endlich. Und ich will nicht zu spät kommen. Sie hat nur 15 Minuten. Na gut. Und wer hilft mir, die Betten neu zu beziehen? Wir haben doch wieder Seminar morgen. Es geht nur um einen Anruf bei der Krankenkasse. Und die Flaschen müssen auch gewaschen und neu abgefüllt werden. Das Lager ist doch fast leer. Thank you.
Also jetzt reicht's mir! Wenn was ist, ich bin im Rathaus. Und hören Sie auf, ständig an den Wagen rumzupassen. Da geht der ganze Lack ab. Und wenn Ihnen wirklich nichts Besseres einfällt, dann rufen Sie die Kundenkartei durch und bringen sich in Erinnerung. Verkaufen, meine Herren. Verkaufen, Autos polieren bringt keinen Umsatz. Ach du heiliger Strohsack. Da kommt der Huber. Wenn der nach mir fragt, ich bin nicht da. Ja, und wo sind Sie? Was weiß ich. Seien Sie kreativ. Einen wunderschönen Tag, Herr Huber. Ja, Sie mich auch. Der Chef ist nicht da. Ach, und wo ist er? Der ist zur Nachuntersuchung in die Uniklinik nach München gefahren. Und wie ist er da hingekommen? Zu Fuß, sein Wagen steht da vor der Tür. Der Werkstattmeister hat ihn da hingefahren. Von wem ist diese bescheuerte Geschichte? Von Ihnen oder von ihm? Ich habe ihn noch gesehen. Ah, Hermann, kannst du mir helfen suchen? Mir ist gerade mein Kuli hier unter den Schreibtisch gerollt. Der goldene, den ich von dir zu Weihnachten gekriegt habe. Ich denke, du bist todkrank auf dem Weg in die Uniklinik. Ich? Also, wer erzählt denn so einen Blödsinn? Sagen Sie mal, haben Sie Halluzinationen? Steht Sie hier nicht rum? Putzen Sie meine Autos? Kaffeechen? Jetzt hör nicht mit deiner Schleimscheißerei auf. Sonst gehst du wirklich in die Uniklinik und zwar mit Notarzt. Also, Hermann, wirklich. Du hast mir hoch und heilig versprochen, dass die Nonnen bis zum 15. das Kloster geräumt haben und wir endlich Nägel mit Köpfen machen können. Ja, ich gebe zu, das ist etwas unglücklich gelaufen. Aber ich habe mein Pulver noch lange nicht verschossen. Es gibt auch eine gute Nachricht. Ja, was rede ich? Eine fantastische Nachricht. Die Rentnerin, die den Altbau in der Walpurgisgasse blockiert hat, jahrelang, hat justament das Zeitliche gesegnet. Gestern kam die traurige Nachricht vom Standesamt. Ja, und was heißt das? Ja, das heißt, dass der letzten Phase der Altstadtsanierung nichts mehr im Wege steht. Vielleicht ein paar finanzielle Probleme, aber die werde ich schon lösen. Ja, was sagst du dazu? So ein Dussel. Kratzt die Benčić ab, ja? Just im richtigen Augenblick. Du hast sie umgelegt. Also ehrlich, Herr. Ja, komm, dir traue ich da alles zu. Und sowas will mein Freund sein. Also zur Strafe kriegst du jetzt auch kein Cognac. So, ist jetzt sowieso los? Ich habe endlich jemanden gefunden, der meine Katze nennt. Und das musst du verstehen, dass mich sowas emotional ziemlich mitnimmt. Meine Maus weggeben müssen. Aber ich habe einfach zu wenig Zeit für das Tier. Du und deine verdammte Katze. Sie einparken. Haben Sie meinen Chef erreicht? Endlich. Herr Mayer, wenn ich mich für Ihre Karriere einsetzen soll, dann müssen auch Sie mehr Einsatzfreude zeigen. Einsatz? Ja, die Nonnen hausen immer noch frisch und munter in ihrer Bruchbude. Obwohl das Denkmalamt jede Nutzung des Gebäudes untersagt hat und eine sofortige Räumung angeordnet hat. Ich war jeden Tag dort, ehrlich. Aber die warten immer noch auf das Gegengutachten vom Landeskurator. Das ist ja Ihr Fehler, Herr Mayer. Sie haben immer noch nicht begriffen, mit wem Sie sich gutstellen müssen, wenn Sie Dienststellenleiter dieses Kaffs werden wollen. Mit mir, Herr Mayer. Mit mir und ausschließlich mit mir.
Ja, ich bin's, Frau Laumann. Hat die Mutter Oberin sich inzwischen gemeldet? Nein, aber Schwester Lotte. Offenbar ist das Gutachten eingetroffen. Eigentlich wollte sie schon längst hier sein. Bitte, Herr Michels, gehen Sie. Ich will nicht, dass Herr Wöller Sie wieder hier oben sieht. Aber es bleibt dabei. Heute nach Feierabend. Ja. Nur eine Tasse Kaffee und auf ein Bierchen. Ja. Nein, aber in 15 Minuten haben Sie einen Termin mit Frau Merz. Und vergessen Sie nicht, Mausi mitzubringen. Ja, wieso? Die ist doch bei Ihnen. Sie haben sie doch gestern extra mit heimgenommen. Reden Sie doch keinen Unsinn. Ihr Verehrer hat sie sicher unten im Archiv, also gehen Sie runter und holen Sie sie. Haben Sie mich verstanden? Ja. Na also, geht doch. Ach, grüß Gott, Frau Laban. Sie sehen ja heute wieder mal schick aus. Ist der Herr Böller zu sprechen? Ja, aber er bekommt gleich Besuch. Er will die Frau Merz erpressen, Mausi zu nehmen. Ach, er gibt Mausi ab? Wöller und die Frauen. Was soll ich sagen? Die Flitterwochen sind wohl vorbei. Herr Wöller? Grüß Gott. Gott zum Gruße, Schwester. Ihrer guten Laune darf ich entnehmen, dass dieser Schrieb in Ihrer Hand das sogenannte Gegengutachten vom Herrn Landeskurator ist. Und Ihrer guten Laune entnehme ich, dass Sie denken, dass es in Ihrem Sinne ausgefallen ist. Meine gute Laune hat ganz andere Gründe. Wir kommen endlich mit der Altstandssanierung zu Potte. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Also, geben Sie schon mal her. Den ganzen bautechnischen Kram können Sie vergessen. Es geht eigentlich nur um den letzten Satz. Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gebäude in überraschend guten Zustand befinden, der eine Nutzung durchaus gestattet. Damit ist der Fall erledigt, denke ich. Moment, nicht zu schnell. Nehmen Sie wieder Platz, Schwester. Hier oben steht nämlich, bedenklich allerdings erscheint der Zustand der Wasserleitung und der Kanalisation, die nicht mehr den gesundheitlichen und hygienischen Anforderungen unserer Zeit entsprechen. Das ist Sache der Stadt. Vor allem die Bleirohre der Wasserleitung, die das Trinkwasser kontaminieren und zu gesundheitlichen Schäden der Bewohner führen können. Wir benutzen sowieso nur Quellwasser zum Kochen und Trinken. Wir haben eine eigene Quelle. Tja. Ich befürchte, der Schuss ist nach hinten losgegangen, Schwester. Ich werde das vom Gesundheitsamt nachprüfen lassen müssen. Das werden Sie sicher verstehen. Herr Wöller. Entschuldigung, ich kann die Katze nirgendwo finden. Also, Frau Lahmann, jetzt treiben Sie mich nicht in den Wahnsinn. Mausi muss im Haus sein. Ja, vielleicht hat sie was geahnt. Sie ist ja so sensibel. Was sonst noch was, Schwester? Was soll das mit dem Gesundheitsamt? Ja, Vorschriften gelten für alle, Schwester. Das ist doch das Schöne an Vorschriften. So, und jetzt, wenn ich bitten darf, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ach, nur noch eines, Herr Wöller. Ich brauche von Ihnen eine Bescheinigung, sozusagen eine Lebensbescheinigung. Nach Aussage der Krankenkasse ist dafür das Bürgermeisteramt zuständig. Lebensbescheinigung? Habe ich noch nie gehört. Sie, Frau Laban? Nein. Es ist ja auch nur eine Bagatelle. Hiermit wird bescheinigt, dass Frau Svetlana Bencic in Kaltental, Waldpurgisgasse 17 mit Hauptwohnsitz gemeldet ist und lebt. Unterschrift und Stempel des Bürgermeisters. Herr Böller? Ist was? Kennen Sie die Frau? Was? Nein, wie kommen Sie denn da drauf? Nein. Ja, ich sage ja, sie ist putzmunter, von einer Herzschwäche abgesehen. Sie war heute bei mir und kann ihre Miete nicht bezahlen, wenn sie diese Bescheinigung nicht hat und von den Toten aufersteht, also wenn sie so freundlich wären. Ich bin doch nicht Jesus, der Tote zum Leben erwecken kann. Vielleicht steckt auch ein Betrug dahinter. Es gibt Fälle, da behaupten die Verwandten zum Beispiel, dass der Opa noch lebt, um die Rente zu kassieren. Das ist doch etwas völlig anderes. Nein, nein, ich meine, ohne eingehende polizeiliche Ermittlungen und gesundheitliches Gutachten geht da gar nichts. Aber sie lebt. Sie können sich gerne davon überzeugen und sie... Also, Schwester, bitte, jetzt rauben Sie mir bitte nicht meinen letzten Nerv, ja? Ich bin nicht in der Verfassung, mich mit Ihnen anzulegen, ja? Ich muss meine Katze wiederfinden. Die ist entführt worden oder vielleicht vergiftet. Als Politiker ist man nur von missgünstigen Neidern und Miesmachern umzingelt. Und jeder weiß, wie sehr ich an diesem Tier... Frau Laban, rufen Sie den Mai an. Er soll mit ein paar Kameraden hier antatzen, ja, und das ganze Gebäude durchsuchen. Dann rufen Sie sämtliche Abteilungen an und geben Sie eine Beschreibung durch. War das Ihr letztes Wort wegen Frau Bencic? Mein allerletztes. Wie Sie wollen. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie morgen früh die Zeitung aufschlagen. Wunderbar.
Dankeschön, Herr Stadler. Gern. Ah, Sie haben Glück, da kommt er ja. Herr Meier, was ist denn los? Ein schlimmer Unfall? Kann man sagen, ja. Ah, da ist ja unser kleiner Liebling. Ja. Und wir wollten uns noch mal ganz herzlich bedanken für Ihre großartige Hilfe bei der Geburt und Sie einladen zur Taufe morgen früh um 9 bei uns in der Kapelle. Das ist lieb. Wie heißt die Kleine denn? Ich weiß nicht. Wie wär's denn mit Annemarie? So hieß meine erste Flamme im Kindergarten. Sie hatte blonde Schillerlocken. Danke, Herr Meier, aber Annemarie hieß meine Mathematiklehrerin und die hatte Haare auf den Zehen. Meier, kommst du mal? Ja. Einen Moment, Herr Meier, ich hätte noch eine Frage. Wissen Sie vielleicht, wer der Mann war, der andere, der dabei war und Ihnen geholfen hat? Das war der, Architekt Bachmann Max, glaube ich. Bachmann, danke. Gerne. Wöller hat angerufen, wir sollen alle sofort ins Rathaus seine gottverdammte Katze suchen. Also ich habe gesagt, das fällt nicht in mein Ressort. Aber er meinte, ich soll erst dich fragen. Wie meinen Sie zweiter Roman? Ich bin ja froh, dass ich den ersten hingekriegt habe. Und das war noch relativ einfach, weil ich praktisch nur aufschreiben musste, was hier so alles passiert. Das freut mich für Sie. Aber trotzdem, ich bin Nonne und keine Schriftstellerin. Und jetzt muss ich auflegen. Auf Wiederhören. Das ist für die Mutter Oberin persönlich. Da ist ein Tippfehler. Gleich im ersten Satz. Apokalyptisch schreibt man nicht mit 2p. Erfolgreiche Autorin und so ein Job hier, der alles von einem abverlangt. Das ist bestimmt schwer, unter einen Hut zu kriegen. Bisher bin ich durchaus in der Lage, meinen Pflichten und Aufgaben nachzukommen. Warten Sie hier. Schwester Julia Seewald wäre jetzt da. Ach ja, richtig. Führen Sie sie herein. Aber nach 15 Minuten kommen Sie wieder. Und versuchen Sie, Bischof Rossbauer zu erreichen. Sagen Sie, es sei dringend. Die Mutter Oberin hätte jetzt Zeit für Sie. Frau Seewald. Wie geht es Ihrem Vater? Gut, danke. Zumindest arbeitet er wieder. Das freut mich zu hören. Bitte. Tja, wo soll ich anfangen? 15 Minuten sind nicht viel Zeit und ich habe 1000 Fragen. Ich bin kein Lexikon. So meine ich das nicht. Nur Mut. Ich stehe demnächst vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens. Die Weihen? Ja. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass bei dem derzeitigen Mangel an Ordensfrauen meiner Aufnahme in den Orden nichts im Weg steht. Zumal ich, was den Ausbildungsstand angeht, eher über- als unterqualifiziert bin. Jedenfalls, verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe Ihre Doktorarbeit gelesen und Ihren Werdegang im Anhang. Ich möchte den gleichen Weg gehen. Ich weiß, das klingt vielleicht vermessen. Ich bin ja erst 28 und bringe natürlich nicht die Erfahrung mit, so wie Sie. Dafür bin ich jung und lernfähig. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mich in Erwägung ziehen, wenn Sie demnächst eine neue Assistentin brauchen. Schwester Hildegard hat doch jetzt eine Karriere als Autorin. Und ich hatte das Gefühl, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit Ihrer Leistung und Ihrem Auftreten. Vater Gottfried, danke für den schnellen Rückruf. Nur die Mutter Oberin ist noch nicht so weit. Aber ich soll Ihren Besuch bald rauswerfen. Das heißt, der Besuch geht gerade. Schwester? Vater zu Hause? Papa, Besuch! Komm her!
Das ist ja eine Überraschung. Kommen Sie rein. Hallo. Das sieht noch ein bisschen wüst aus. Ich bin jetzt im Aufräumen. Jakob, kannst du mal hier im Flur deine Sachen aufräumen? Ja. Und der Flur ist kein Rollerparkplatz. Ja. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Nein, danke. Ich will Sie auch nicht bei der Arbeit stören. Ich wollte nur... Ach was, ich freue mich über jede Unterbrechung. Was arbeiten Sie denn so Schreckliches? Auftragsarbeit. Ein paar Kästen auf der grünen Wiese, nichts Besonderes. Aber macht ja auch nichts, das ist eine langweilige Sache. Na du? Wie heißt sie denn? Ich habe noch keinen Namen gefunden. Kann ich Sie nicht doch noch zu was einladen? Ich dachte immer, es wird ein Junge. Dann hätte ich ihn Martin genannt. Naja, morgen ist die Taufe, dann werde ich mich wohl entscheiden müssen. Sie sind übrigens auch herzlich eingeladen und Ihre Frau natürlich auch. Meine Frau ist gestorben vor 4 Jahren. Leukämie. Das tut mir leid. Wir haben es überstanden. Dadurch, dass wir nicht alleine waren, die Kinder und ich, das hat es uns leichter gemacht. Jetzt, naja, ich habe, die Älteste hilft mir im Haushalt und mit Jakob und ich habe mir ein Büro nach Hause verlegt und mittlerweile läuft es ganz gut. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Mein Verlobter, der Vater von der Kleinen, ist auch umgekommen bei einem Autounfall. Er war Arzt hier. Wir wollten uns gemeinsam eine eigene Praxis aufbauen. Und jetzt... Papa? Hier. Das ist Rebecca und das ist die Frau Silenius. Ich habe dir doch erzählt, der ich geholfen habe, das Baby auf die Welt zu bringen. Guten Tag. Willst du die Kleine mal sehen? Habe ich schon. Die sieht aus wie alle Babys. Warst du einkaufen oder muss ich wieder? Tut mir leid, ich war den ganzen Vormittag am Telefon. Aber wir haben auch noch die Pfannkuchen von gestern im Kühlschrank. Kannst du auch eine Pfannkuchensuppe machen? Ach, ich muss dann auch wieder los. Schade. Kommen Sie morgen? Ja, klar. Wann ist die Taufe? Um 9 Uhr. Ich kann mich auf Sie verlassen. Das muss morgen in der Zeitung stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen und vor allen Dingen, weil Sie das umsonst machen. Ja, da haben Sie allerdings recht. Danke und auf Wiedersehen. Ja, bis morgen. Und schön, dass Sie vorbeigeschaut haben. Ich hätte mich selber nicht getraut, weil ich dachte, ja, vielleicht ist Ihnen die ganze Geschichte irgendwie peinlich. Aber im Gegenteil. Ohne Sie wäre es bestimmt schiefgegangen. Und die Ruhe, die Sie ausgestrahlt haben. Mir war auch ziemlich mulmig, muss ich gestehen. Aber ist ja alles gut gegangen, ne? Du wirst bestimmt mal genauso hübsch wie deine Mama. Danke. Dann bis morgen. Bis morgen. Naja, in der Apotheke haben Sie im Computer Ihr Rezept gehabt und da habe ich einen ziemlichen Terror veranstaltet. So, jetzt haben Sie genug Medizin, bis alles wieder im Lot ist. Bleiben Sie liegen. Ich mache das schon. Was machen Sie denn hier? Das ist ja sehr aufschlussreich. Jetzt sagen Sie bloß nur, Sie sind rein zufällig hier. Das ist mein Haus. Ich wollte nur mal sehen, ob das alte Gerümpel hier aus der Wohnung ist. Ich dachte, Sie sind ein Baulöwe und kein Aasgeier. Frau Bentitsch lebt nämlich noch. Und Sie und Herr Wöller, das verdanke ich doch alles Ihnen. Sie Mörder! Raus aus meiner Wohnung! Nicht, Frau Bentitsch, denken Sie an Ihr Herz. Sie wollen nur meine Wohnung. Ja, aber Sie sind doch tot. Ich habe meine Amt nicht gesehen. Da kann ich doch nichts für. Na, da müssen Sie schon noch ein paar Jährchen gedulden. Ich werde 100, wie meine Mutter auch. Und meine Großmutter. Aber nicht, wenn Sie sich so aufregen. Also gehen Sie besser wieder in Ihr Bett. Aasgeier! Agnes? Kloster Kaltental, Schwester Lotte am Apparat? Agnes, wo bist du denn? Ich bin im Ochsen. Der Herr Pfaff hat mich gebeten, zu kochen für ihn, bis seine Köchin wieder aus der Klinik entlassen ist. Ja, aber Agnes, das geht doch nicht. Das habe ich auch gedacht und ihm erst abgesagt, aber dann...
Die brauchen mich hier wirklich. Ja, wir brauchen dich auch. Wir sind doch völlig aufgeschmissen ohne dich. Am Wochenende ist Seminar. Julia und Sophie sind doch auch noch da und du kannst doch auch noch kochen. Ihr schafft das schon. Und jetzt muss ich wieder in die Küche. Entschuldigung. Gelobt sei Jesus Christus. Das werde ich Ihnen nicht vergessen, Schwester. Ja, schon gut. Mausi! Herr Wölle, Herr Huber hat schon zweimal angerufen. Sie sollen ihn sofort zurückrufen. Es geht um das Sanierungsprojekt. Das interessiert mich jetzt einen Dreck. Rufen Sie im Lokalsender an, Abteilung Radio. Ich will eine Suchmeldung aufgeben. 1000 Euro Belohnung, ja? Und lassen Sie sich ja nicht abwimmeln. Wenn irgendwas ist, Problem, dann verbinden Sie mich mit dem zuständigen Herrn. Ich denke, wir können die Suche abblasen. Wir haben vom Speicher bis zum Keller alles abgesucht. Keine Spur. Ja. Das bedeutet ja nur eines. Mausi hat Selbstmord begangen. Frau Laber. Na, so wie Sie sie in letzter Zeit behandelt haben, nur weil sie ihr Katzenstreu nicht mochte. Das meinen Sie doch nicht im Ernst, oder? Nein. Naja, vielleicht ist sie auch auf der Straße von einem Auto erwischt worden. Was? Sowas kommt vor. Also in dem Falle erwarte ich von Ihnen, dass Sie den Täter ermitteln und ihn zur Verantwortung ziehen. Jetzt nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen. Sie taucht bestimmt wieder auf. Ja, also, Frau Lammel, machen Sie mir einen Schluck Cognac. Vom Besucher-Cognac, ich will nicht mehr gestört werden. Das heißt, ich fahre ins Autohaus. Vielleicht hat sie sich dort versteckt. Endlich, wo warst du denn so lange? Erst beim Arzt und dann... Warum? Schwester Agnes fällt aus. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten, damit hier nicht das Chaos ausbricht. Julia soll die Gästezimmer machen. Und du könntest das Abendessen vorbereiten. Wenn Sophie und Felicitas kommen, sollen sie dir helfen. Die neuen Flaschen müssen abgefüllt und gewaschen werden. Die haben schon wieder angerufen und sich beschwert. Ich fahre nach München. Aber was ist mit Agnes? Agnes kocht. Im Ochsen. Vorübergehend. Aber ich glaube, das hat weniger mit ihrer Liebe zur Gastronomie zu tun, als mit ihrem verletzten Stolz. Mausi, wo bist du denn? Das ist wirklich das Allerletzte. Mausi ist verschwunden. Mausi. Die ist nicht mehr zu helfen, Wolfi. Aber das verstehst du nicht, Hermann. Mausi ist nicht irgendeine Katze, aber dafür bist du zu unsensibel. Mausi. Mausi. Jedenfalls bin ich kein Versager und Lügner wie du. Was? Mausi. Sag mal, wie blöd hältst du mich eigentlich? Naja, wenn du mich so fragst. Ja, die Benchit lebt. Die ist putzmunter. Aber nur theoretisch. Ach, als sie in ihre Wohnung kam, hätte sie mich fast mit ihrem Regenschirm massakriert. Und die Obernonne, die war auch da. Na und? Offiziell ist sie tot und nur darauf kommt es an. Und statt dich von einem Regenschirm in die Flucht schlagen zu lassen, hättest du lieber die Wohnung räumen lassen sollen. Nonne hin oder her. Ja, ich habe die Sache im Griff. Und die Nonnen haben sich mit ihrem Gutachten selber ans Messer geliefert. So sieht's aus. Jetzt lass mich in Ruhe. Die Schnauze voll für heute. Mausi. Entschuldigen Sie, aber dieser Verkehr. Bitte keine Störungen die nächste halbe Stunde. Sie sehen abgespannt aus. Oh, ich bin sehr froh, dass Sie mich sehen wollten. Ich habe allerhand auf dem Herzen. Dann würde ich sagen, Sie zuerst. Gut. Ich habe mir überlegt, dass ich gerne wieder in die Mission zurückgehen möchte. Da gehöre ich doch auch eigentlich hin. In Kaltental habe ich überhaupt nichts erreicht. Erstens haben Sie sehr viel erreicht in Kaltental. Und zweitens kann ich Sie nicht gehen lassen. Zumindest nicht nach Afrika. Aber nach München. Nehmen Sie Platz. Nein, 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 nicht da. Auf meinen Platz. Na los! Wie? Bitte! Was ich Ihnen jetzt sage, ist absolut vertraulich.
Ich habe ein Angebot erhalten von Kardinal Perlkofer im Vatikan als General Manager für die diversen Unternehmungen des Heiligen Stuhls zu arbeiten. Und ich möchte Sie als meine Nachfolgerin vorschlagen. Nein, das kann ich nicht. Schwester Lotte! Ich kann auch gar nicht glauben, dass Sie das ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Sie kennen mich doch. Sie haben mich doch schon oft genug zurückgepfiffen. Auf diesem Platz kann man keine angepassten Menschen brauchen. Wir müssen neue Wege gehen, neue Visionen entwickeln. Näher an den Menschen, an der Zeit, an Gott. Ach! Bitte. Lassen Sie sich doch Zeit. Überlegen Sie, beten Sie. Und sagen wir, in einer Woche geben Sie mir Bescheid, ja? Gut. Und jetzt noch etwas Unangenehmes. Julia Seewald war heute früh bei mir. Wenn ich ihr statt Ihnen meinen Stuhl angeboten hätte, hätte sie wahrscheinlich ja gesagt, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Details will ich Ihnen ersparen. Jedenfalls habe ich ihr nahegelegt, sich in Demut und Bescheidenheit zu üben. Leider nicht so besonnen formuliert wie jetzt. Und ich möchte Sie bitten, ihr meine Entschuldigung zu überbringen. Für Tonfall und Wortwahl. Nicht jedoch für den Inhalt. Möchten Sie das nicht lieber selber sagen? Nein, nein, nein. Das können Sie besser. Einer der Gründe, warum ich Sie als meine Nachfolgerin sehen kann. Sie können sehr gut mit Menschen. Barbaras Baby wird morgen um 9 Uhr getauft und wir würden Sie sehr gerne einladen. Ich werde versuchen, es möglich zu machen, aber versprechen kann ich nichts. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Du sagtest, dass man das Kreuz, das einem auferlegt wird, geduldig ertragen muss. Was aber ist, wenn einem das Kreuz zu schwer geworden ist? Oberin. Dabei möchte ich doch so gern wieder zurück nach Nigeria. Zu meinen Kindern. Dem Meer der Sonne. Oberin. Da komme ich doch mit meinen naiven Methoden überhaupt nicht durch. Das ist doch schlimmer wie Politik. Warum schickst du überhaupt die Mutter Oberin in den Vatikan? Entschuldige, es liegt mir zwar fern, deinem weisen Ratschluss zu kritisieren, aber ich halte das für keine besonders gute Idee. Wir brauchen die Mutter Oberin doch. Was macht er beruflich? Er ist Architekt und arbeitet zu Hause, damit er sich um die Kinder kümmern kann. Toller Mann. Hat was. Ach, was hat er denn? Nein, nicht das, was du meinst. Er ist nicht mein Typ. Aber er strahlt so eine Sicherheit und Ruhe aus. Du hättest ihn mal erleben sollen, wie er mir bei der Geburt geholfen hat. Und ich glaube sogar, dass er mich mag. Nein, 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 bitte nicht, Herr Meier. Nein, wirklich nicht, Herr Meier. Nur, wenn es ein Notfall ist. Ich bin am Ende, Schwester. Meine Karriere im Eimer, mein Leben eine einzige Hölle. Herr Meier. Ich habe aus Versehen die Katze von Böller überfahren. Ausgerechnet ich. Weiß er das? Um Gottes Willen, nein. Und er darf es auch nie erfahren, sonst kann ich mich aufhängen. So wie er sich aufhört schon den ganzen Tag. Mit 3 Mann habe ich das Rathaus durchsuchen müssen. Im Radio läuft eine Suchmeldung. 1.000 Euro Finderlohn. Und die ganze Zeit liegt das Tier hinten bei mir im Kofferraum. Oh. Bitte, Schwester. Sie müssen ihm schon beibringen, dass seine Mausi unter die Räder gekommen ist. Aber nicht, dass ich es war. Ich würde es ja selber machen, aber dann wäre er vielleicht misstrauisch. Bitte, Schwester, ich flehe Sie an. Noch so einen Tag stehe ich nicht durch. Na gut. Gleich morgen nach der Taufe. Morgen erst? Schwester, der Mann hat halt in der ganzen Stadt Suchplakate an Schaufenster und Bäume geklebt. Jetzt sitzt er im Ochsen und säuft sich wahrscheinlich die Hucke voll. Meinen Sie nicht, wir sollten Mausi zuerst einmal beerdigen? Was immer Sie wollen.
Gut. Dann gehen Sie jetzt in die Remise und suchen einen Spaten. Ich hole eine Schachtel. Spaten. Schachtel. Schachtel? Schachtel. Wo ist Julia? In ihrem Zimmer, denke ich. Ihr ist nicht gut, hat sie gesagt. Ich denke ja, sie ist sich nicht gut genug für sowas Profanes wie Küchenarbeit. Ich muss noch was erledigen. Und du sollst nicht immer über sie lästern, vor allen Dingen nicht hinter ihrem Rücken. Ich glaube, das reicht jetzt. Wollen Sie nicht ein paar passende Worte sagen? Ich? Ja. Was? Dass es Ihnen leid tut, zumindest. Ach so. Na gut. Also, obwohl es eigentlich nicht nur meine Schuld war, dass du mir unter die Räder gelaufen bist, tut es mir natürlich trotzdem leid. Du bekommst jetzt ein viel netteres Herrchen. Unseren Schöpfer. Gute Reise, Mausi. Gute Reise, Mausi. Ja. Dann buddeln Sie mal das Grab zu und pflücken da hinten im Garten einen Blumenstrauß. Ich kümmere mich um Wöller. Danke, Schwester. Wir sehen uns dann morgen bei der Taufe. €1.000 Belohnung. Mhm. Hier, da ist sie noch ganz jung. Ist sie nicht süß? Ja. Okay. Herr Wöller? Ja? Mausi ist verschwunden. Könnte ich Sie mal kurz sprechen? Unter vier Augen. Ja, haben Sie nicht gehört? Mausi ist verschwunden. Es handelt sich um Mausi. Haben Sie sie gefunden? Herr Wöller, ich fahre Sie jetzt nach Hause. Was? Ja, in dem Zustand können Sie doch nicht mehr Auto fahren. Sie können inzwischen Ihre Zeche bezahlen. Ich muss nur noch mal schnell in die Küche. Ich habe ganz wenig getrunken. Bitte. Dann abgeben. Ich wollte nur mal nach dir schauen. Wie läuft's? Gut. Nicht. Es muss erst noch kurz blanchiert werden. Und bleibt das Gulasch mit den Knödeln für Tisch 4? Ist gleich soweit. Ich warte nur noch auf die Knödel. Sie kochen schon. Wann macht denn die Küche zu heute Abend? 22 Uhr. Und zur Taufe kann ich auch nicht kommen morgen. Ich muss zur Markthalle. So, du kannst die Knödel jetzt rausnehmen, die schwimmen oben. Ich fahre noch schnell den Wöller nach Hause, der hat ein bisschen viel getrunken. Und dann komme ich und helfe dir. Nicht nötig. Ich habe alles unter Kontrolle. Sie ist tot, oder? Ja. Vergiftet. Von der Opposition. Nein. Es war sozusagen ein Autounfall. Aber sie sah ganz friedlich aus. Ich denke, sie hat nicht sehr gelitten. Oh, Herr Wöller. Soll ich Ihnen eine neue besorgen? Hm. Mausi, sowas gibt's nur einmal. Und ich bin schuld. Ich meine, die hat gespürt, dass ich sie weggeben wollte. Ja, ja. Sie ist so sensibel. Ach, jetzt beruhigen Sie sich. Beruhigen auf gar keinen Fall. Wer war das, Schwester? Wer hat sie auf dem Gewissen? Herr Wöller! Ja, jetzt sagen Sie schon. Ja, mein Gott, der Mann konnte doch nichts dafür. Aha. Ein Mann also. Jetzt kommen Sie. Morgen früh zeige ich Ihnen das Grab. Wir haben Sie unter einem wunderbaren Baum beerdigt. Lassen Sie mich los. Ich gehe jetzt aufs Polizeirevier und werde... Anzeigerstand gegen Unbekannt. Jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich. Da draußen läuft ein Mörder frei rum. Da
Dann tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber fahren Sie wenigstens nicht mit dem Auto. Ach. Wachtmeister Meier! Ich habe Feierabend. Sie haben dann Feierabend, wann ich es sage. Wir haben nämlich den Mörder von Mause gefunden. Was? Wie? Ja, ich möchte Anzeige erstatten gegen Unbekannt. Wegen fahrlässiger Tötung, unterlassener Hilfeleistung und Fahrerflucht. Mal schauen Sie so, kennen Sie den Täter? Nein. Ja, dann fahren Sie raus ins Kloster und nehmen Schwester Lotte ins Kreuzfeuer. Die kennt nämlich den Täter. Notfalls wenden Sie unmittelbaren Zwang an. Dritten Grades. Ich wende gar nichts an, ich habe Feierabend. Was machen Sie? Sagen Sie, Sie haben sie doch nicht mehr alle. Dass wir Konsequenzen haben, hören Sie? Konsequenzen! Na endlich. Du hast sicherlich schon gegessen. Ja. Und ihr? Ich hatte keine Zeit zum Kochen. Felicitas hat aus der Klinik Huhn mit Reis mitgebracht. Ziemlich fad. Aber morgen kochst du ja wieder, hm? Nein. Wie kommst du drauf? Ich muss den Ochsen jetzt erstmal auf Naturkost umstellen. Agnes, das kannst du uns doch nicht antun. Ach, auf einmal. Agnes, wir haben es begriffen. Du musst diese Nummer nicht bis zum bitteren Ende durchziehen. Ja? Es tut mir leid, Lotte, aber ich kann wirklich nicht. Der Willi braucht mich. Ohne mich ist er aufgeschmissen, ehrlich. Lotte? Ja? Schau mal. Das habe ich Barbara genäht. Ich kann doch nicht zur Taufe kommen. Vielleicht kannst du es ihr geben. Gefällt's dir? Ach, Agnes. Gute Nacht. Noch wach? Hm? Ja, ich denke nach. Die Mutter Oberin lässt dir ausrichten, dass es ihr leid tut, wenn es dir wehgetan hat. Sie meint es oft nicht so hart, wie es rauskommt. Aber sie meint es durchaus ernst. Demut. Was ist das überhaupt? Ein Lächeln. Ein liebgemeinter Satz. Das sind die Dinge, die die Welt zu einer besseren Welt machen. Unerwartet verstarb unser geschätzter Bürgermeister und Freund Wolfgang Wöller, die trauernde Hinterbliebene Svetlana Bencic. Aber die hat sie doch nicht alle. Ich taufe dich, Elisabeth, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat dich von der Schuld Adams befreit und dir aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Du wirst nun mit dem heiligen Chrisam gesalbt, denn du bist Glied des Volkes Gottes und gehörst für immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester
König und Propheten in Ewigkeit. Amen. Sie leben ja. Kein Wort mehr. Oder morgen steht Ihre Todesanzeige in der Zeitung. Tut mir leid. Aber solange Sie sich weigern, Frau Bencic wieder zum Leben zu erwecken, solange wird diese Anzeige geschaltet. So was Geschmackloses. Na gut, schicken Sie sie zu mir ins Rathaus heute. Wo ist das Grab von Mausi? Wo ist es? Kommen Sie. Haben wir nicht ein friedliches Plätzchen für Sie gefunden? Der Baum ist gut. Geklettert ist sie immer gern. Ach, Herr Wöller. Wenn Sie zu Ihren Mitmenschen genauso nett und verständnisvoll wären, dann wären Sie direkt ein liebenswerter Mensch. Ja, ich meine, das mag vielleicht hinter Ihren Klostermauern funktionieren, aber da draußen, wo ich lebe, da geht es um Fressen oder gefressen werden. Aber das werden Sie nie begreifen. Aber eines Tages, da werden auch Sie gefressen. Mit Stumpf und Stiel.